Herzlich willkommen zurück an dieser Stelle und ja, wir gehen hier gleich mal weiter. Irgendwie spinnt hier so ein bisschen die Wand. Warte mal, kann ich hier wieder hoch? Oder ist es zu hoch? Das ist tatsächlich zu hoch. Mir ist nämlich beim sozusagen bei der Nachbearbeitung was aufgefallen, aber ich behalte es auf jeden Fall im Kopf. Ich will jetzt hier auch nicht unnötig Verwirrung stiften, deswegen werde ich jetzt mal nicht weiter darauf eingehen. Ist das hier auch eine Lücke? Okay, da geht's ziemlich gemein runter. Ich will mich mal erstmal eben hier umschauen. Wir befinden uns ja an diesem Level, wo wir sehr wahrscheinlich oh, ich wollte mich eigentlich an die Seite hängen. Hups. Weil manchmal befindet sich ja an solchen Orten wie in solchen Stacheln auch ein Geheimnis. Genau, wir befinden uns in diesem, ich nenne es jetzt mal gelben Level, weil hier halt sehr viel Sand ist, in dem es in diesem einen Raum. Ach, das ist ja auch gemein. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass hier so eine. Die ist mir eben tatsächlich nicht aufgefallen. Und ich habe mir tatsächlich schon fast sowas gedacht, dass das vielleicht sich umklappt in eine Rutschgeschichte. Ja, gut, dann vertraue ich jetzt mal drauf, dass da unten kein Geheimnis ist. Wir müssen vier, ja, ich vermute mal vier Gegenstände suchen, die wir in diesem einen großen Anfangsraum, oder was heißt Anfangsraum, in diesem einen Raum, von dem jetzt sozusagen wir einen Gang oder durch diese Pyramide oder durch diese Sphinx, die dort war, in diesen Bereich hier gelangt sind. Und da müssen eben vier Gegenstände eingesetzt werden in diese eine Säule, die dort ist. Und von daher denke ich mal, ist es fast schon egal, wo ich hier lang gehe. Ich werde wahrscheinlich eh alles mal absuchen müssen und werde dann aber. Ah, jetzt geht die Klappe da auf. Okay. Ich werde dort so oder so wieder zurückkommen. Diese Klappe, die dort eben aufgegangen ist, da hatte ich ja den Verdacht, dass es vielleicht ein, ja, so ein, auch so ein Schalter wieder ist, auf den ich drauf trete. Und dass sich dort dann wieder irgendwie so eine Tür öffnet, die ich dann ganz, ganz schnell erreichen muss, um ein Geheimnis zu bekommen. Ist dann aber nicht der Fall. Ich schieße die hier erstmal aus dieser Entfernung ab. Ich könnte jetzt auch auf die Plattform vor mir unten gehen. Na komm. Na los, eine noch. Nur ich habe Angst, dass die sich jetzt auch sozusagen umklappt und dann eine. Jetzt ist er tot. Dass die dann auch zur Rutschpartie wird. Okay, ist nicht der Fall. Vielleicht war ich sogar beim letzten Mal schon hier drauf und hab's vergessen. So, haben wir hier was? Ja, hier haben wir Munition. Hier ist wieder so eine niedliche Miezekatze, mit der wir aber nach wie vor nichts machen können. Okay, ich will erstmal schauen, ob ich von hier aus irgendwo hinspringen muss. Also ich glaube zwar nicht, dass ich darüber springen muss, weil man auch von unten wahrscheinlich dorthin kommt. Ich werde es aber trotzdem einfach mal versuchen. Nee, geht nicht. Oha. Moment, ich will erstmal eben hier oben drauf. Ah! Erstmal wollen wir die hier mal eben erschießen. Das ist echt super, dass die hier nicht hochkommen und dass die hier teilweise einfach so stehen bleiben. Und dass man die dann schön oft nacheinander abschießen kann. Na komm. Ah ne, er ist schon tot, okay.
Irgendwo hat sich eben was geöffnet. Das hat man gehört, als ich da runtergesprungen bin. Ist jetzt nur die Frage, ob das sozusagen eine Tür war, wo eben die Viecher rausgekommen sind. Ah, jetzt ist es wieder. Ach, okay, ja, das wollte ich nämlich sagen. Eigentlich habe ich wenig Bock hier, den ganzen Tag nur die Tiere hier zu töten. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist bestimmt die Klappe, die sich da geöffnet hat. Aber hier komme ich nicht hoch, ne? Das dürfte zu hoch sein, ja. Okay. Was auch immer uns dieser Weg, wenn es dann einer ist, dann bringt. Aber zumindest will ich jetzt erstmal hier die weiteren zwei Tiere töten. Jetzt geht der in den anderen Stall rein, wo er nicht reingehört. So, das heißt, jetzt müssten eigentlich alle tot sein. Dann will ich mich auch erstmal da unten umschauen. Oh Gott, ich fabriziere hier aber auch wieder einen Scheiß. Ach guck, die waren hier eingesperrt mit einem Medipack. Das ist natürlich auch schön. Ich sag mal, wenn ich, wer weiß, wie lange in so einem kleinen Raum hier eingesperrt wäre, dann wäre ich aber auch aggressiv. Hier noch ein großes. Oh, jetzt kommt gerade ein Nieser. Entschuldigung. Ich höre nur den Wind hier pfeifen und fange direkt schon an zu niesen. Soweit ist es schon. So, aber hier ist sonst nichts mehr, wie es scheint. Dann gehen wir dann jetzt mal hier weiter. Dann werde ich auch vielleicht hier oben mal kurz speichern, weil wir nun doch schon ein bisschen was geschafft haben. Was sagt denn die Moment, was sagt denn die Lebensanzeige? Ja, ich nehme mal ein kleines. So, dann speichere ich. Ich denke mal, dass ich ruhig hier drauf speichern kann. Egal, ich nehme mal den nächsten. So, hier geht es nur um die Ecke. Hoffentlich ist das hier kein Labyrinth. Auf jeden Fall ist es sehr verwinkelt. Oh. Oh, was ist das denn? Hilfe! Oh Gott, ich muss hier raus. Ich sehe nichts. Moment, ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Ups. Ich nehme mal die hier. Boah, ich bin fast tot. Oh, dieses Viech ist mir viel zu hektisch. Ach du Scheiße, ey, was ist denn das? Oh, ich habe schon wieder fast kein Leben. Das finde ich jetzt aber gerade mal nicht so schön. Irgendwie sieht es hier uncool aus. Da oben ist eine Nische. Wahrscheinlich ist da ein Hebel oder sowas drinne. Alter Schwede, wie viel habe ich denn von den Großen? Ja, ich gönne mir mal ein Großes. Ich habe schon wieder die Zeit vergessen. Ja, im Moment ist auch echt schlimm hier mit mir. Ich muss nur den Ton mal eben ausstellen. So, sonst habt ihr hier gleich, wenn die Uhr abgelaufen ist, Kuckucksgesang. Ich habe nämlich vorhin noch einen Kuchen gebacken und da habe ich den Timer dann mal wieder auf laut gestellt. Ich will jetzt mal gerade noch nicht hoch. Ich will erst eben in dem Raum mich nochmal umschauen, ob da irgendwas ist. Ach so. Okay, die Klappe da oben. Ja, gut. Also wir haben ja vier Sachen, die wir suchen müssen. Wir sind jetzt ja in einen ersten Bereich reingegangen. Ist jetzt die Frage, dieser Hauptraum, wo eben diese, ich nenne sie jetzt mal Sphinx, gestanden hat, ob da insgesamt vier Räume von abgingen oder vier Bereiche oder ob das eher
weniger waren. Also ich kann mich jetzt grob an drei erinnern. Ach, guck mal. Ich glaube, hier stand ich schon mal hinter. Ich meine mich zu erinnern. Genau. Ja, hier stand ich schon mal. Da habe ich einen Hebel gedrückt. Ich glaube, da ging ein Deckenplateau oder sowas hoch. So, ich schaue auch hier noch mal. Ob hier irgendwas ist. Ah, das ist nämlich das, was ich im Kopf behalten wollte. Das wollte ich euch nämlich noch sagen. Hier war ja dieser Raum mit dieser Figur, hinter der ich sozusagen eingesperrt war. Und ich habe im Nachgang noch gedacht, vielleicht war hinter dieser Figur, das war glaube ich die da, sozusagen ein Kriechgang, in den ich hätte rein oder hochklettern können, um hier oben hinzukommen. Weil das ist mir dann im Nachhinein beim Durchschauen des Videos aufgefallen, dass hier oben ja dieser, wo ich jetzt draufstehe, diese Teile noch sind. Und da habe ich nämlich gedacht, wenn ich wieder in dem ganz anfänglichen Bereich bin mit der Säule, mit den vier, ja, wo man die vier Teile einsetzen muss, dass ich auf jeden Fall nochmal hier reingehe und mich nochmal ein bisschen genauer umschaue, ob ich hier denn jetzt drauf komme. Hat sich dann aber jetzt hiermit ja erledigt. Und ich hätte eigentlich gar nicht auf diesen gemusst, ich hätte eigentlich direkt weiterspringen können. Nur da die Option besteht, hier drauf zu springen, dachte ich, ich gehe einfach mal hier drauf. Weil das hier unten, das war ja diese Figur, dahinter ist es ja auch so schwarz. Und dann dachte ich, vielleicht war da ja doch ein Gang, in den ich mich hätte irgendwie, reinziehen können. Aber das ist dann jetzt hinfällig. Und hier ist es grün. Ich will ja auf jeden Fall noch in diesen grünen Bereich kommen, der ja auf diesem Baum stand, der kein Baumstamm ist, der von da aus nicht zu erreichen war. Ein geiles Geräusch. Ich vermute mal, dass hier irgendwo Sand sich in einen der letzten Räume irgendwie abgelassen hat. Oder ist hier schon was rein? Ne, hier ist alles beim Alten. Ist auch Wahnsinn, was für weite Sprünge sie so machen kann, ne? Also, uah. Du Scheiße, ich. Hä? Moment. Was ist das? Ich guck mal, ob ich mich irgendwie umgucken kann. Ich bin jetzt hier irgendwie durch eine Bodenplatte durchgefallen. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist. Ich hätte eigentlich gerne in dem einen Raum nochmal geguckt, ob da noch was ist. Das Blöde ist jetzt nur, ich habe da nicht gespeichert. Hätte ich mal machen sollen. Ach, das. Hä? Was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie eine. Ist das eine Fake-Platte? Vor allen Dingen, wieso kann ich da einfach so durch? Moment. Das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ich speichere mal auf dem nächsten. Ich. Befürchte nämlich, dass es nicht so ganz vorgesehen ist. Ich gehe jetzt hier trotzdem nochmal hoch. Okay, hat sich der Sand sozusagen abgesenkt. Da oben bin ich rausgekommen. Ja, gut. Also, ich glaube, das soll eigentlich nicht so sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich glaube nicht, dass die so vorgesehen ist, dass man da so durchfällt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einfach nur verdammt viel Glück gehabt, dass ich nicht hier runtergerutscht bin, sondern sehr ungünstig oder in diesem Fall günstig hier hingesprungen bin. So. Wir haben hier ein Schlüsselloch, wir haben einen. Oh, ich habe schon wieder so wenig Kraft. Ist echt schlimm. Jetzt muss ich aber hier auch echt mal speichern. Und ich habe ja gerade gespeichert, aber ich speichere noch mal, dass ich jetzt das Medipack genommen habe. Das hier sind Türen. Okay. Ist ein etwas verwirrendes Level, muss ich ja sagen.
Aber gut, ich hatte ja schon mal angemerkt in der vorigen Folge, dass ich sag mal, es nicht unbedingt leichter wird. Hä? Moment. Ich bin noch nicht bereit dafür. Okay, hier ist Levelende. Ich habe ein Geheimnis nicht gefunden und ich habe ja eben gespeichert. Das heißt, ich möchte noch mal kurz hier zurückgehen. Ich komme ja hier im Zweifel wohl immer wieder hin, ne? Ich meine, ich kann ja zur Not auch einfach ich kann ja einfach auch wieder laden. Aber irgendwie fehlt ja jetzt noch was. Wo ging es hier denn noch mal hin? Ach so, hier geht es jetzt sozusagen. Ja, da sind diese Bodenplatten, durch die man durchfallen kann. Hier oben geht es jetzt nicht mehr hoch. Oder kann man da komischerweise auch jetzt vielleicht durchspringen oder sowas? Nee. Also sie hält sich da fest. Also theoretisch kann man das durchschießen? Nee. Wir sind nämlich eigentlich die guten Waffen hier. Nee, das geht leider nicht. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, ob man überhaupt noch in diesen Bereich, wo dieses Grüne ist, wo ich ja gerne hin wollte, ob man da überhaupt noch mal hinkommt. Weil, wo ich sozusagen diese Folge gestartet bin, da kann man ja die Wände an der Seite gar nicht mehr hochkommen. Die waren ja eigentlich zu hoch. Ich will es aber. Ja, das wird das Problem sein. Ich werde hier wahrscheinlich. Genau, das ist das Problem. Ich frage mich halt, wofür ist diese Klappe da oben geöffnet? Warte mal, da links. Oder kann man da vielleicht doch hin? Ach, das geht doch. Okay. Ah. Okay, ja, dann haben wir hier das dritte Geheimnis. Das ist auf jeden Fall cool. Das freut mich natürlich. Trotzdem wüsste ich gerne, oder ist es vielleicht dann für später? Ich meine, das Level geht ja so, wie es aussieht, direkt weiter. Ich speichere noch mal eben. Ja, nehmen wir mal den neunten hier. So. Okay, das hat klappt komischerweise nicht. Gott sei Dank habe ich jetzt nicht so viel Kraft verloren. Dann laufe ich jetzt noch eben zum Ende. Und dann ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss für die Folge. Gleich. Achso. Ja, dieses Viech, das hier mich angegriffen hat. Ich hätte wahrscheinlich erstmal hier einfach weiterlaufen und vor dem weglaufen sollen, weil hier hätte ich ein bisschen mehr. Ja, Platz gehabt, um gegen das zu kämpfen. Ups, ich wollte eigentlich ein bisschen schräger noch springen. Ich hoffe, dass das jetzt auch klappt mit diesem Boden, dass ich hier jetzt sozusagen durchfalle. Ja. Also ich bin halt nach wie vor nicht sicher, ob das wirklich alles so soll, aber ja. Nimm's jetzt halt mal so hin, ne? So, das heißt, dann stecken wir den da mal rein. So, und würde sagen, dann haben wir jetzt wie lange gebraucht? 1 Stunde, 2. Aber wir haben alle Geheimnisse. Und ja, hier geht es dann auch direkt weiter. Das heißt, ich speichere. Dann können wir halt wieder hier oben anfangen. Oder wir nehmen den letzten jetzt hier. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und dann geht es beim nächsten Mal hier direkt weiter.
Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dabei bist, dabei bist. Und ja, würde sagen, bis dahin, mach's gut, ciao.